Hallo, und da sind wir wieder bei Minecraft. Ich habe jetzt ein paar Sachen vorgequestet und da sind wir wieder in Staffel 6. So, wir haben ja gesagt, wir werden in dieser Folge das hier automatisieren ein wenig. Jetzt ziehe ich das Ganze ja noch mit diesem Item Duck raus. Das will ich ein bisschen anders haben. Deswegen habe ich ja hier diesen Ejector gebaut. Das haben wir in irgendeiner Folge schon mal angesprochen. Da hat uns ja diese Plastik-Sheets hier vergessen, gefehlt, meine ich. Und deswegen machen wir das jetzt. Ich habe das nur kurz getestet, deswegen ist hier, passt ja nicht mehr zusammen. Und dann habe ich Item Collector. Das ist genau das Gegenteil. Der schmeißt die Items raus und der wieder rein in dein Inventar. Mit diesem Förderbänder kann man sie transportieren. Müssen wir nur gucken, wie wir das hier handhaben. Hier beim Drehen muss man immer aufpassen, dass man deaktiviert hat. Das, sonst kann das schon mal ins Auge gehen. So. Das ganze Eis, was wir hier haben, das gehen wir gleich durchschmelzen, beziehungsweise Gold. Das. 3 Stacks. Mehr kann ich hier ja nicht reinwerfen. Was haben wir da? Silber. Ja, dann hauen wir das mal hier rein. Vorerst. Unser schöner Blender ist mittlerweile eingewachsen. Ja, wenn es da meine ich. Falsche Tür. Und hier müssen wir jetzt mal gucken. Ich möchte das folgendermaßen haben. Hier kommt der Injector drauf, den müssen wir drehen. So, Loch ist Output. Dann müssen wir hier einen Stein drunter platzieren. Nicht den. Der gefällt mir nicht. Marble nehmen wir da, das passt schön dazu. So. Und wir müssen hier, ich weiß nicht, ob das so klappt wird. Auf alle Fälle fehlt uns da noch ein Teil. Es gibt ja noch so einen genannten Hammer. Von Minefactory Reloaded. Jetzt müssen wir den nur finden. Chaba. Minefactory Reloaded. Wird schon der sein. Hand nehme. So. Kann man. Die drehen. So. Nur nach unten bitte. So, genau. Jetzt weiß ich nur nicht, ob das so funktionieren wird. Das Problem ist, ich komme jetzt nicht mehr zur Maschine dazu. Weil hier ist Wasseranschluss, da komme ich auch nicht dazu. So rein komme ich nicht. Oh, weg da. Und von der Seite komme ich auch nirgends dazu. Weil hier ist der Computer. Das Einzige, was wir machen können, wir können den Computer nach oben stellen und dann die Anzeige vorsetzen. Nee, ist doof. Ich möchte ja auch sehen, wie viele Items drin sind und ich muss dann neue Items reinfüllen. Von der Seite kann ich auch nicht trauen, außer ich mache von hinten Wasser. Ja, die Kiste kann man weg. Dann bauen wir hier mal um. Ich brauche noch, wie heißen die Pipes? Liquid Pipes. Haben wir hier noch welche oder in dem E-System? Ja, doch, hier waren sie. Geh mal schlafen. Ey, ich sehe schon, wie das wird. Das wird jetzt wieder ein Kampf werden hier. Wir werden wieder nichts geschissen bekommen. Weil wir nicht weiterkommen, lauter 100.000 verschiedene Arbeiten, die wir noch erledigen müssen. So. Weg da, wehe, du greifst mich an, du scheiß Zombie. Und ich möchte das unbedingt vorne raus haben, deswegen müssen wir da halt ein bisschen rumkünsteln. So. Dann kommt hier Marble rein. Und hier hinten die Mauer war der, oder? Schaut schon ein bisschen besser aus, da kann man hier noch schön zugreifen. Also momentan sind die anderen aktiv. Ah, 44. Und dann testen wir mal, wie das ist, wenn wir hier ein Redstone-Signal geben. Genau in dem Moment hängt sich der ganze Scheiß auf. Hallo, ist der Server jetzt gecrashed? Ach, jetzt ist gegangen. Also es hat geklappt irgendwie. Also es klappt soweit. Also er nimmt die Items raus.
und transportiert sich hier nach unten. Ja, das passt mir eh dann, wenn wir hier noch weiter nach unten gehen. Die Frage ist, wollen wir das oberirdisch liefern lassen oder unterirdisch? Kuba, ja, wenn man da oben so ein paar Förderbänder baut in der Luft, das hier reingeht, genau. Was haben wir da für eine Höhe, wisst ihr das so? Das heißt, wir müssten da theoretisch rauf und das wäre dann, mal hier mal so gucken, das ist hier, hier, das wäre die Höhe, da raus. Was meint ihr dazu? Wenn wir sie rausnehmen, dann haben wir es auf dem Kopf eigentlich. Nee, wir machen das unterirdisch, passt schon. Und zwar genau eins die. Oh. Ja, das war nicht gut. Wasser. So. So. So weit wollte ich eigentlich gar nicht. Bei Lava hier braucht eh kein Mensch. Ja, aber trotzdem. So. Da muss jetzt noch eins tiefer. Eins habe ich gesagt, nicht zwei. Der haut halt auch richtig rein. Da muss man auch bedenken. Und hier legen wir Cobblestone einfach. Stinknormalen Cobblestone. So. Dann hier das Förderband. Ich weiß gar nicht, wie der macht. Aha, genau, verkehrt rum. So, zack. Dann legen wir das hier entlang. Hier dann rüber. So, so. Wieder Cobblestone runter. Zack, zack. Ah, hier fahren wir einfach durch den Weg durch, gell? Fahren wir einfach unten durch und die Sache ist erledigt. Das kostet ja nichts. Nein, runter. Ja, jetzt haben wir es eingesperrt. Das Problem ist, von diesen Förderbändern kommt man auch nicht leicht runter. Da muss man die. Ja, was machen wir jetzt? Machen wir so. Die Gummischuhe anhaben. Da können wir uns ja welche bauen. Tun wir uns hier leichter. Mit denen es heute ist gehen. Rubber Boots. So. Ziehen wir uns die an. Da ist auch schon voll gemüllt. Mit denen kann man nämlich da drauf gehen, so viel ich noch weiß. Schon etwas länger her, wo ich das. Von wo ich das weiß, aber damals war es so. 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 Spitze. Und hier drüber will ich nämlich dann Glas machen. Vielleicht später dann links und rechts schön aus. Sagt man. Ja, schön was rein tun, damit das einfach besser aussieht. Hier müssen wir gucken, ob sich die Items hier, die hier runtergehen, ja locker passt. Dann können wir hier. Ach so, wird da nicht gehen, oder? Na doch, ohne Probleme. Da. Schaut das cool aus, oder? Das gefällt mir so mit dem Förderband. Und hier sind die Items. Zack. Hier müssen wir jetzt gucken, wie wir das am besten handhaben. Rein müssen sie hier in den Ofen. Da kommt oben drauf dann ein Hopper und eine Kiste. Da brauche ich aber eine Eisenkiste. Das geht mit meiner normalen nicht. Hopp. Eisenkiste. Eisen. Die geht folgendermaßen so. Na, wenn wir eh zwei brauchen, können wir gleich zwei machen. Und so. Zweimal Eisenkiste. Kommen dann hier und hier und dann brauchen wir Tschatsch eigentlich, na egal, das machen wir dann. Und da muss jetzt das Förderband rein. Jetzt ist die Frage, wo, wie am besten, wie am besten. Von oben ist Scheiße. Nebenbei ein Fruchtgummi essen, ist da denk leichter. Von der Rückseite wäre eine Möglichkeit.
Links, rechts hoch ist auch doof. Vorne hoch ist auch doof. Eine Möglichkeit wäre, wir bauen die da mal ab und stellen die eins nach vorne einfach. Und fertig hat sich. Fertig ist der Lack hier. So, so. So. So, so. Zack, zack. Fertig. Ganz einfach machen wir das. Da wird nichts rumgeheult, da wird einfach gearbeitet. So, und passt. Dann die auch eins weiter nach vorne. Zack, zack. Du warst falsch. So. So. Gut. Du musst auch eins weiter nach vorne. Aber das war natürlich wieder obergescheit, was ich hier gemacht habe. Und die Kiste brauche ich. Kiste, Kiste, Kiste. Weg da. So. Ja, so. Kennt ihr das, wenn ihr das alles falsch macht? So. Dahin wollte ich sie haben. Dann gehst du auf. So. Du noch rein. Du, du. Haben wir noch was, was da rein kann? Ja, du kannst da rein. Ah nee, Coverstop brauche ich ja für den Boden. Glas. Ah, die goldenen Dinger können wir gleich durchschmelzen. Hier, so. Autosort an, zack. Und gib Gummi, Alter. Du hast auch noch rein. Etwas zu fressen. Gut, dann muss ich hier. Puh, ja, ich weiß nicht, wie das ganze Item Collector müsste eigentlich da und da drauf. Ich hoffe, dass das jetzt funktioniert, so wie ich das haben möchte. Dann gibt es da noch Spezialsachen, und zwar Mind Factor Reloaded. Da gibt es so Förderbänder, die nach oben und nach unten gehen. Ich weiß aber nicht, ob die bei Mind Factor Reloaded auch geht. Scheint nämlich nicht so. Das war dann ein anderer Mod. Schade, schade. Schade, für Fuel haben wir doch. Warum hängt sich der Computer immer auf? Ah, wenn nichts mehr drin ist, ja, dann läuft der Computer nicht. Das ist ein Fehler. Weil sobald hier das Inventar nichts drin hat, schreibt er einen Fehler und bricht das Programm ab. So, alles raus. Wandert nach unten, hier entlang schön. Zack. Bis darüber und da fällt es dann raus. Wie gesagt, hier müssen wir jetzt überlegen, wie wir das handhaben. Weil wir müssen eben hier oben in den Item Collector rein. Und es geht hier hinten in den. Ja, das bringt jetzt eh nichts. Da muss ich jetzt einfach gucken, dass ich hier dann hier runter. Und hier, hier, hier. Nein, weg hier. So. Genau, so muss das jetzt gehen. Und hier müsste ich dann, theoretisch müsste ich ja hier eins runterfahren. Damit wir unter den Weg kommen. Ja, muss ich, bringt nichts, muss sein. So. Okay, das anscheinend funktioniert das nicht mit diesen Gummien. So. Mehr wollte ich nicht. Und hier muss ich wieder rauf, dann mal gucken. Hier muss so, so.
So. Ja, das wird nicht klappen, oder? Naja, das würde ja klappen, aber ich finde, das schaut scheiße aus. Deswegen müssen wir das einfach weiter nach vorne setzen. So. Warte, wie schaut man hier aus? Lass mal den dann hier. Du weg da. Du weg. Du hin. Dann hier, hier, hier. Du, du. Zack, zack. Die beiden schräg machen hier. So. Du gerade und du schräg. Zack. Nein, lass mich runter. Hallo? Kann man nichts machen, echt irgendwie komisch das Ganze. Da läuft irgendeine Kreatur rum. Weg, weg mit dir! Weg mit dir! Ah, die aus meinem Rüstung kannst du behalten, die brauche ich nicht. So, ja. Und wenn wir jetzt hier ein Item reinwerfen, oder mein Stack, so, sollte der eigentlich in oben in der Kiste landen. Da ist er, ja. So, jetzt noch ein letzter Test. Wir schmeißen hier mit unserem Schalter 1, 2, 3 mal Eisen raus und gucken, ob die drei Eisen oben in der Kiste ankommen. Normal musste das klappen. Hier kommt schon das Eisen. Zack. Wandertür schön entlang. Zack, zack. Man müsste gleich da oben in der Kiste landen. Schon drin? Da ist es. Tada! Eisengold, Entschuldigung. So, den Rest machen wir dann in der nächsten Folge. Ich wünsche euch viel Spaß. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Lasst ein Like und ein Abo da. Ciao, Leute.